Ich denke mir gerade, ich fülle wieder die Tonne an. Also looten kann es die Zombies. Mhm. Ja, das ist dann super. Nur abbauen geht nicht. Ja, die zwei nie. Wir haben so, mittlerweile so viel Knochen. Genau. Was habe ich denn da bekommen? Wire Tool, so eine Drahtzange, Dings da, irgendwas. Na, das Elektrowerkzeug. Ja. Danke. Cool, oder? Mhm. Können wir aber, glaube ich, auch schon selbst anfertigen. Weißt du, was wir haben, haben wir. Gesundheit. Ach. Man hört es nicht zu schlimm, aber ich hab nein, es geht. Nase juckt. So, die. Ja, ich gehe wieder zu diesem Hotel. Na. Days and na. Suites. Okay. Ja, irgendwann steht dann noch an, dass man die Woodlock, eigentlich sind sie ja keine Wood, diese Lockspikes nur mit Stahl verstärken. Und vor dem fürchte ich mich ehrlich gesagt ein bisschen, weil ich mir noch nicht sicher bin, was da für ihre Unsummen weggehen werden. Ja, was wird uns nicht erspart bleiben, ne? Und wir sammeln ja deswegen schon brav, weil das werden wir, glaube ich, in einer nächsten Session machen. Ja, wir werden es auf alle Fälle irgendwann brauchen, schon alleine wegen der Hordennacht. Ja. Das wird bei der nächsten noch nicht unbedingt Thema notwendig sein, aber... Aus den Drehsesseln kriegt man auch einiges raus. Wenn du mit der Range abpasst. Mhm. Mhm. Alles wird zerlegt. Der Loot der Zombies ist momentan bescheiden. Oh, okay. Ups. Oh, okay. Was denn? Der war ordentlich. Na schau. Der war richtig gut. Nein, der Spike vor der Beschädigung. Ja. Ach so, naja, da wenn so ein radioaktiver sich daran austobt. War das bei dir? Ich vermute mal. Ups, das war ja irgendwo an einem Gebäude. Okay. Na dann bin ich ja beruhigt. Ja, kannst du sein. Super. Habe ich eigentlich leere Gläser? Nein? Okay. Du, da müssen wir unbedingt her. Ist sicher ganz toll. Hose voll. Naja, würde ich jetzt nicht so sagen. Nicht? Ja, und da ist er schon. Hey, da drinnen. Ups. Du musst keine Miete mehr zahlen. Komm zu mir. Ja, komm, genau.
Das ist jetzt mietfrei, das Gebäude. Untermieter. Ja, genau. Sauber. Also nicht Untermieter sauber, aber du hast keine Miete mehr zu zahlen, die Mama ist weg. Ah, okay. Ja. Uah. Ich bin eher nicht für den Nahkampf geschaffen. Oh, und shit, 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 wo ist er, wo ist er? Zwei, zwei, zwei. Schieß, schieß, schieß. Nee, die sind schon. Oh, ich verblute. Ja, Bandage. Use. Ja, ich habe zwei Hunde erlegt. Sehr geil, mit was? Mit der Machete. Mit der Machete, ja. Ja. Cooler Style. Oh, Wanderhorde, kommt direkt auf uns zu. Ich bin weg. die kommt auf das Rathaus zu. Ehrlich? Seitenstraße. Machen wir die? Die hat sicher einiges dabei. Ja. Weg. Dann muss ich wieder rauf. Ja, ich komme schon. Ja, lass uns Zeit. Geh auf jeden Fall Richtung. Ich bin zwar total voll, aber ich werde das jetzt irgendwo schnell rauskühlen. Die Hunde waren die Vorhut, denke ich. Hey, da bin ich, da bin ich. Oder ja, folgt mir. Lauf vor zum Rathaus. Ja, ja, ich muss mal alles raus. Achso, ja. Ja, das bleibt da. Achso, dann habe ich es raus. Jetzt weiß ich, wo sie durch das Rathaus, durchs Fundament. Baut. Ja, wo ich gesagt habe, da ist also. Ja. Ja. Heftig, oder? Ja, kommt hierher. Ja, Helibilli, du auch. Scheiße, durchgeh. Schau's. Da ist er noch drinnen, ja, okay. Ja, was können wir noch mitnehmen? Die da können wir auch noch mitnehmen. Und die können wir auch noch mitnehmen. So, dann schießen wir gleich mal leer. Big Mama. Bin unterwegs. Ja, komm uns am Rathaus und links ums Eck. Ja. Siehst du mich schon? Also, nein, ich will. Da keine Flügel gewachsen. So. Die Wanderhorde, die hat sich gerade in die, als Untermieter, in die das Hotel gemietet. So, Rathausart, ich sehe ich, ja. Ach. Oh ja, da schlapfen welche auf die zu. Uah. Ja, so geht's auch. Noch wo? Ja, vor. Die arbeiten sich da irgendwie gerade. Ja, da. Ah, oh. Ja. Genau. Okay, ich habe sie von dem Gebäude ein bisschen abgelenkt. Scheiße. Au! Bier. Was? Bier? Nein, Bier. Irgendwie hat mich. Irgendwie habe ich Schaden gekriegt. Also, wie gesagt, nicht ganz von wem. So, meine zwei Shotguns. Ja. Hey, du, lass das Gebäude in Ruhe. Komm her. Ich kann dich auch meine Shotgun aktivieren. Hopp, 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 hopp. Ja. Genau. Ist was reingelaufen? Ich war nämlich. Wer hat da das Loch gemacht? Ja, die!
Achso, die ist im Boden, keine Ahnung. Oh, da drinnen sitzt noch einer. Ja, das hatte ich schon komplett gesäubert. Okay, aber sie sind nicht durchbrochen, sie haben zwar da erfahren. Hätte ich nicht. Oh, Bier, schön. Da. Das ist ein Motel, oder? Ja, ja, darum sage ich ja. Immer diese Untermieter. War ja nett. Hast du schon? Da vorne ist er. War da vorne wer? Nagel. Da ist noch. Und ich wollte gerade Gebäude für Gebäude oder Zimmer für Zimmer durchgehen. Ich bin so fasziniert von mir. Ich habe zwei Hunde erlegt. Was ist das? Ein Gefängnis, oder? Ein größter Kryptonit. Hunde. Aber nur in 7 Days. Das Gebäude gegenüber ist aber auch spannend, oder? Das ist ein Gefängnis, ne? Ah, schaut, ich glaube, ja. Ich habe mich noch nicht gewagt, reinzugehen wegen Minen. Vor allem, da sind Scheinwerfer. Oh. Ob man die mitnehmen kann? Ich glaube, die muss man abbauen. Mhm. So. Okay. Gut, ich gehe wieder retour, weil ich habe die noch nicht alle repariert. Okay. So. Mal schauen. Ein bisschen was. War es wieder? Ups, da liegt auch noch einer. Da liegen ja auch noch welche. Tja. Cool ist, dass man mit der Machete da. Scrap. Ja, ja. Die Leichen abbauen kann. So, jetzt weiß ich nicht, ist da noch. Ah, da wäre eine Munition drin. Okay. Ah, ganz safe. In dem. Also ja. Lasse dir, oder? Na, du hast ja eh eine Eisenspitzhacke, oder? Ah, ich habe keinen Platz mehr. Na ja, gut, dann kommen wir wieder retour. Ja. Dann machen wir den Nagel mit. Wobei, da wirst du wahrscheinlich noch mehrere finden. Ah, auf die Treppen, da haben sie auch losgeprügelt. Wo, da herinnen? Ja, rechts hinten. Ah, der Wandsafe. Ja, verstanden, der Gunsafe. Entschuldigung, habe ich vermutlich auch gesagt. Ah, okay. Naja, ein Buch oder irgendwas kann auch trotzdem drinnen sein. Einzelne Waffenteile kriegt man auch immer raus. Auf jeden Fall, da ist der Pool, den wir leeren können. Mhm. Oh, da schau her, die Eisenbeinschienen-Schemata. Cool. Drin liegen lassen, ich hole mal schon und lese. Nein, ich baue den ehrlich gesagt wieder ab. Okay. Ich schmeiß das wieder bei uns in die Kiste, wo wir da die Schatzkarten drin haben. Ja. Ist okay. So. Da gehört irgendwann einmal aufgefüllt mit Erde. Mhm, warte, schau mal, was ich dabei habe. Leider keine Erde. Wir müssen Asphalt anfertigen können, sonst nehmen wir das einmal. Mhm. Vielleicht aus dem Baumenü raus, weil das mag ich nicht, wenn das. Ist nicht. Ja, vor allem wird es lustig mit den Bikes, ne, wenn du uns nicht mehr daran erinnerst, fährst. Ich folge dir. Wieder vertan. Vorsichtig. Unser Gebäude untersteht schon wieder eine. Okay. Ich muss schon wieder niesen. Na, bei mir hat es also
Entschuldigung. Beruhigt. Gesundheit. Danke. Ja, das war's mit der Kreischerin. Oh, da steht noch einer. Ich werde mal schauen, was ich stecken kann. Und nehme was aus der Tonne mit. Okay. Und runter. Rumpst schön. Das ist scrappy einfach. Was braucht man da? Concrete Mix, um den Asphalt aufzufüllen. Ja, okay. Habe ich genügend gemacht. Dann werde ich auch mal. Da sind nämlich, bist du nahe, da sind Löcher. So, das kann ich mitnehmen. Habe ich eigentlich einen mitgenommen, sonst hätte ich ihn jetzt verwendet. Runter mit so. Dem Tor rauf. So, was habe ich dann noch? Die Knochen, das Fleisch. Da ist ja irgendwo Beschädigung. Genau. Ah ja, das werde ich so machen. Ich habe da ein bisschen Erde, die werde ich da hinten gleich auch. Na, da laufe ich jetzt nicht hin. So. So, ich kübel das wieder nur alles schnell rein. Das Schemata kriegt die Tibra. Der ist leer, die ist leer, die hat noch, die hat noch und die hat noch. Okay, also die zwei Orangen haben noch, die sind leer. So. Dann kommen die da gleich rein. Ich bin da. Da kriegen wir sicher vom Händler einen so. Guten Preis. Ja, der Winter, da ist man immer etwas verschnupft. Ja, momentan hat es uns relativ beide, heftig. Ja. War zwar so. Schon gerade wieder einen leichten Schnupfen. Hartnäckig. Ja. Schwupps und runter. Quitsch. Ich komme dann gleich nach und werde ein bisschen soll ich raus und werde ein bisschen helfen. Ich baue ja die Ressourcen. So, ich werde dann außerhalb der Aufnahme werde das Ganze sortieren, was ich jetzt da in die Kiste reingekübelt habe. Ja, ich tue momentan auch nur kübeln, quasi. So, da haben wir die Nordseite. Ich glaube, ich habe ja die Seite ist komplett. Das heißt, wir das kann da ich schon. Irgendwo. Ah, dann bitte drin lassen, dann lernt sich. Ja. Oh, ich weiß ja gar nicht mehr, wo was hingehört. Ja, das kannst du da drin lassen. Das war. Mhm. Was dann? Schau, 4 Gunpowder wieder gefunden. Sehr nett. Money wird langsam etwas mehr. Also diese. Die Casino-Token. Ja, genau. Behalte ich. Ist ja etwas Cooles, finde ich, dass sie wirklich beinahe die normale Währung null und nichtig setzen. Ne? Ja, finde ich auch cool. Und eben, ja, gibt es ja auch die verschiedensten Filme, da ist es halt mit Casino-Tokens, in Waterworld waren es glaube ich Zahnräder oder so irgendwas. Ich weiß damals. Gar nicht mehr. Und Erde, und, ne? Erde? Ja, der hat ja mit Erde ja, einiges gekauft. Ja, genau, Erde war ein Zahlungsmittel, stimmt, ja. Und was mir persönlich aufgefallen ist, weil wir haben jetzt da die Staffel 7 bei Walking Dead angeschaut und also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bis jetzt noch nicht drüber nachgedacht in den ersten Staffeln, aber irgendwie bei Staffel 7 kommt mir so während dem Schauen eigentlich ist noch nie da drinnen irgendwie über Bezahlung gesprochen worden. Also Geld spielt keine Rolle mehr. Oder? Ja, stimmt. Wird weder erwähnt, noch dass irgendeine Wertigkeit hätte. So, es ist 20 Uhr. Ich gehe mal runter, ganz runter und helfe da ausbessern.
Bei Walking Dead ist ja eigentlich die wertvollste Ressource im Moment Waffen und Munition, wenn man es genau nimmt. Also, und das dreht sich eigentlich der gesamte Zwist Staffeln zwischen den Menschen halt. Ja, bis auf eine Fraktion, das heißt die Kannibalen waren. Aber ansonsten. Ich hol mir konkret nichts und so auch, gell? Ja. Und jetzt parallel schauen wir eigentlich auch schon einige Wochen, das schauen wir immer wieder dazwischen einmal, The 100. Ja. Und auch da gibt es keine Zahlungsmittel mehr. Stimmt, ist richtig, ja. So, und Concrete Mix. Genau, das wird jetzt verwurstet. Das ist nicht gleich alles. Wir haben es ja. Wir haben ja Stil. Ich heiz den Ofen an, gell? So. Was ist da unten drin? Stein, uninteressant. Eisen ist interessant. Was? Viel Eisen? Ja, ich hab's mit. Mit die ganzen Scrap Metal bei mir drinnen. Nein, die Eisenfragmente. Um die geht's mal wegen Einschmelzen. Ist nicht mehr so viel da, ne? No. Ja. Ab in die Minen. Ja. Würde ich meinen. Ja. Ab jetzt gibt's Mining Sessions. Okay. Wir werden doch die Blödsinn, da lasse ich nicht das Glas drinnen. Das wird länger dauern. Mach ich doch gleich so. Also zum Boden brauchst du nicht mehr kommen, den habe ich ziemlich durch. Da habe ich nur mehr ein paar rein. Es geht nur mehr um die Spikes an den Wänden. Ah, okay. Dass man die nur mehr durchschaut. Wie weit werten wir die auf? Mit Stahl? Nein, nur reparieren. Nein, wir haben viel zu wenig Stahl, dass wir das schon anfangen. Ich hätte mal angefangen. Ja, ich habe ja schon mal einen einzelnen, aber ich habe mir leider nicht gemerkt, wie viele Stahlbahnen das waren, weil sonst könnte man es ja hochrechnen. Wir haben ca. 400 Spikes, glaube ich. Ich sag das gleich. So circa. Zehn Stahlbahnen. Dann ist er komplett aufgewertet, oder? Ja. Dann ist er komplett oben. Das wollte ich nicht. Ja, da brauchen wir schon. Also das schreckt mich zwar jetzt nicht so, weil das wären so ca. 4000 oder 5000 Stahlbahnen. Ja. 500 haben wir schon, aber wir haben auch fast kein Eisen mehr. Ne? Oder sehr wenig. Ja, was sind mit Minen allerdings? Ja, das ändert sich schnell, relativiert. Wenn man jetzt aus jedem Block Eisen rauskriegt. Ne? Das war ja schon da, wie wir da das ausgenommen haben, die Grube. Wie man bei jedem Gestein Eisen mit rauskriegt. So. Ja, wie ihr seht, wir arbeiten für die nächste Hordennacht vor, quasi. Die Rampen stehen noch an, gell? Und ich werde auf Loot-Tour weiter rundherum gehen. Und wenn die Rampen stehen, kommen Fallen. Ja. Irgendwie so. Das ist dann der nächste Part, wenn die Rampen fertig aufgebaut sind und die zwei Zugbrücken, die jetzt nur fehlen, dann werden am Rand von den ganzen, also von unserem Bau da, von der Arena, also praktisch die Zombies dann runterstützen, werden wir noch Fallen aufbauen. Geskillt haben wir dazu schon einiges.
Also bei der Tibra weiß ich es nicht, aber ich hab schon jede Menge geskillt zu dem Thema. Gut, das war's. Ich mach die Eu. Was tust du? Die Streben wären zu Betonblöcken. Sind das du einfach. Machst Stahlbeton draus? Na, ja. Ah, okay. Das habe ich mir erspart. Ein Großteil habe ich ja schon gehabt. Okay. Die habe ich nämlich absichtlich nicht gemacht, weil ich mir dachte, boah, das ganze Material. Ja, okay. Ah, scheiß drauf. Wir haben es ja. Ja. Oder so. Ja. Gut, wir sind schon wieder am Ende. Ja, wir werden da jetzt noch alles reparieren. Die Tibra eben hochrüsten. Ja. Und ja, wir sehen uns dann am nächsten Tag. Bis dahin. Happy Gaming. Hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Happy Gaming und ciao, ciao. Ciao.